Tetris war damals gleich zum Start des Gameboys dabei und entwickelte sich nicht zuletzt wegen diesem Ableger zu einem zeitlosen Klassiker. Klar, wollten natürlich viele Firmen etwas von diesem Bekanntheitsgrad abhaben und so gab es diverse Tetris-Nachfolger auf dem System. So auch dieses hier. Wurde hier wirklich einiges verbessert oder bleibt man lieber beim Original? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Tetris Plus für den Gameboy heute noch? Das Spiel erschien relativ spät, erst 1996 bei uns und in Japan. Nordamerika bekam es ein Jahr später und es wurde von Natsumi entwickelt und von Nintendo selbst bei uns veröffentlicht. Neben dieser Version sind auch einige andere erschienen, darunter eine Arcade-Variante und eine für den PC. Wenig überraschend ist das Grundprinzip natürlich der Vorlage treu geblieben. Blöcke in verschiedenen Formen kommen von oben in den Bildschirm herein und ihr müsst diese so stapeln, dass keine Lücken entstehen. Komplett geschlossene Reihen verschwinden und wenn der Bildschirm vollgestapelt ist, ja, na ist Game Over. Je mehr Reihen ihr auf einen Schlag verschwinden lässt, desto mehr Punkte gibt es natürlich. Soweit, so gut, kennt ihr alles. Dieses Grundkonzept nimmt nun Tetris Plus und erweitert es etwas, indem es neue Modi einführt. Erst einmal gibt es natürlich den Klassik-Modus. Da erwartet euch die, naja, klassische Erfahrung eben. Kein Schnickschnack, einfach Tetris, grafisch etwas aufgemotzt. Spielt sich gut, ist eben der Klassiker. Außerdem gibt es noch einen Multiplayer-Modus, den ich allerdings wie immer nicht testen konnte. Aber kommen wir zum eigentlichen Kernstück, den Story-Modus. Dieser ist sehr sympathisch aufgemacht und ihr begleitet zwei Abenteurer bei ihrer Schatzsuche durch verschiedene Länder auf der Welt. Grundaufbau ist in den einzelnen Leveln immer gleich. Eine der Spielfiguren befindet sich auf dem Spielfeld, auf dem sich so einige Blöcke schon platziert sind. Oben am Bildschirmrand habt ihr eine Stachelfalle, die immer weiter abgesenkt wird. Eure Aufgabe klingt jetzt relativ simpel. Eure Figur muss den unteren Bildschirmrand berühren. Laufen tut der zum Glück automatisch und ihr könnt auch bedenkenlos Blöcke auf ihn fallen lassen. Klingt natürlich jetzt erst einmal recht simpel, aber es ist eben Tetris. Einen ähnlichen Modus mit schon vorhandenen Blöcken gab es ja schon im Original, aber hier wurde das Prinzip dann noch einmal verfeinert und durch die Charaktere sympathischer gemacht. Ich muss sagen, ich hatte mit dem Spielmodus echt viel mehr Spaß, als ich eigentlich dachte. Dann gibt es noch den Create-Modus, der macht genau das, was ihr jetzt denkt. Hier könnt ihr eure eigenen Puzzle-Erfahrungen zusammenbauen. Euer Fortschritt in der Story wird dabei sogar mit einer Speicherfunktion festgehalten. Auch bei dem späteren Erscheinungsdatum nicht gerade selbstverständlich. Die Technik haut einen jetzt natürlich jetzt nicht um, aber dem Entwickler ist es gelungen, den Klassiker eine dezente Auffrischungskur zu verpassen. Die Charaktere im Story-Modus sind sympathisch und lustig animiert und das eigentliche Spiel wurde dezent modernisiert, ohne seinen Charme zu verlieren. So muss das sein. Was taugt Tetris Plus für den Gameboy also heute noch? Ich bin relativ positiv überrascht von dem Spiel. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel erwartet, wurde dann aber dann doch sehr in das Spiel hineingezogen. Das Original war ja schon sehr gut, aber das hier finde ich vielleicht sogar noch besser. Wenn ihr also Bock auf Tetris in einer etwas moderneren Form habt, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen. Das war der Test Tetris Plus für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.